Konnichiwa. Herzlich willkommen zu unserer digitalen Pressekonferenz. Kunst ist Kunst. Kunst muss man nicht durch die Gesetze der Logik verstehen, denn sie folgen keinen bestimmten Mustern oder Regeln. Kunst muss gefühlt werden, greifbar und erlebbar sein. Denn dann entfaltet sie ihren ganz individuellen Sinn und zieht die Menschen in ihren Bann. Genau das haben die Kunstwerke von TeamLab mit mir gemacht, als ich sie 2019 zum ersten Mal in Tokio gesehen habe. Sie haben mir ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert und ich wusste sofort, das Erlebnis möchte ich für mich in Hamburg, in Deutschland und in Europa ermöglichen. Deshalb sind wir heute hier. Ich bzw. wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns in den kommenden Minuten in das Digital Art Museum einzutauchen und einen Einblick in ein völlig neues Kunsterlebnis zu bekommen. Mein Name ist Lars Hinrichs. Ich bin Gründer und Initiator des Digital Art Museums und ich führe Sie heute durch die Pressekonferenz. Unterstützt werde ich von mir sehr geschätzten Personen, die jeweils alle einen wichtigen Beitrag zu diesem Projekt leisten. Gemeinsam möchten wir Ihnen unsere Vision des zukünftigen Digital Art Museums näher bringen. Wir wollen Ihnen die Besonderheiten der immersiven Kunst zeigen, einer fesselnden und wirklich hochmodernen Kunstform, und Sie mitnehmen auf einen Exkurs durch die Entwicklung des Projekts. Von der Idee über die Bedeutung für Hamburg und die Einordnung der Kunstwerke in die Szene. Bis zur Eröffnung natürlich im Jahr 2024. Lassen Sie sich von der Kunst und unserer Idee inspirieren und berühren. Erleben Sie im folgenden Film nun unsere Vision für das Digital Art Museum. Today, we are visiting one of the most spectacular museums in the world. It's a really immersive experience. I've never seen anything like it before. Team Lab, collective. This whole museum is just beyond mesmerizing. Das Digital Art Museum in Hamburg wird das größte Museum für digitale Kunst in Europa. Besonders ist, dass die Besucher und Besucherinnen Teil des Kunstwerks sind. Dadurch wird die übliche Distanz zwischen der Kunst und dem Betrachter aufgelöst. Mit der Hafen City hat man den idealen Ort gefunden. Im Spannungsfeld zwischen Elbphilharmonie und Elbtower fügt sich das neue Museum perfekt in den urbanen Kontext dieses neuen Stadtteils ein. Im Digital Art Museum zeigen wir immersive Kunst vom Künstlerkollektiv TeamLab. TeamLab verschmilzt in seinen Ausstellungen die Grenzen von Digitalem und Realem und setzt dabei weltweit seit über 20 Jahren neue Maßstäbe. 7000 Quadratmeter Fläche, klimaneutrales, modernstes Design, High-End-Technik. Das ist Hafen City, das ist Hamburg. Als ich zum ersten Mal die TeamLab-Ausstellung in Tokio besucht habe, war ich überwältigt. Seitdem war mir eins klar: Das möchte ich in Deutschland erlebbar machen. Jetzt sind wir endlich kurz davor. Alles, was digital sein kann, wird digital werden. Das ist jeher mein Motto als Investor, Gründer und Unternehmer. Dass nun auch Kunst digital erzeugt, gesehen und erlebt wird, ist für mich nur der nächste logische Schritt. Ein Schritt in eine neue, bahnbrechende Ära in der Kunst. Die Werke von TeamLab haben mich wirklich überwältigt und berührt. Und genau das soll das Digitalmuseum nun auch mit Ihnen machen. Genau deshalb
steht das Museum unter dem Motto Touch be touched. Auf über 7000 Quadratmetern funktioniert die digitale Kunst dabei ohne Abstand zwischen den Werken und Ihnen als Besucher. Ich möchte, dass Besucher in die Kunstwerke eintauchen, mit ihnen kommunizieren und sie verändern und somit Teil der Kunst selber sind. Deshalb spricht man auch von Immersive Art, abgeleitet aus dem Englischen für Eintauchen. Sie alle sollen und können die Kunstwerke im Digital Art Museum mit all ihren Sinnen erleben. Anfassen und fotografieren ist daher in unserem Museum ganz unbedingt erwünscht. Das Digital Art Museum in Hamburg wird das erste Museum, das eine groß angelegte und permanente Ausstellung der Kunstwerke des Künstlerkollektivs TeamLab in Europa zeigt. Sie sind die Pioniere der digitalen Kunst und berühren schon heute ein Millionenpublikum, mich natürlich eingeschlossen. TeamLab wurde im Jahr 2001 von den japanischen Künstlern Toshiyuki Inoko und Takashi Kudo gegründet und umfasst heute über 700 Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Disziplinen. Sie schaffen mit digitalen Medien und modernster Technologie außergewöhnliche Kunstwerke. Ihre bahnbrechenden Ideen und Installationen haben den Begriff der digitalen Kunst maßgeblich geprägt und sie sind damit weltweit führend. Ich freue mich außerordentlich, mit TeamLab als Partner an der Seite des Digital Art Museums in Hamburg zum Leben zu erwecken. Und darüber hinaus, dass TeamLab gleich selber zu Ihnen sprechen wird, um Ihnen einen Eindruck in Ihrer Kunstwelt zu geben. Warum gerade Hamburg, werden Sie sich vielleicht gefragt haben. Zum einen ist es für mich ein ganz persönliches Anliegen, solch eine moderne Kunst in meiner Heimatstadt erlebbar zu machen, in der Stadt, in der ich selber mehrere Firmen gegründet habe. Zum anderen aber auch, weil Hamburg die idealen Standortbedingungen für ein solches Museum bietet. Den Architekturwettbewerb hat das Berliner Büro Heide von Beckerath gewonnen. Und nun beginnen wir mit dem Bau, um 2024 das Museum als das größte Museum für digitale Kunst in Europa zu eröffnen. Ich freue mich außerordentlich darüber, dass unser Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher Ihnen etwas zum Standort und zum Thema Digital Art Museum erzählen wird. Ich freue mich sehr. Das Digital Art Museum soll ein außergewöhnlicher Ort der digitalen Kunst werden, der den Besucherinnen und Besuchern die Faszination der digitalen Welt vermittelt. 2019 habe ich die TeamLab-Ausstellung Borderless in Tokio besucht und war sehr beeindruckt. Hamburg hat eine starke Digitalszene und wurde mehrfach als smarteste Stadt Deutschlands ausgezeichnet. Ich bin sicher, Hamburg, die HafenCity, ist auch ein sehr guter Standort für das TeamLab-Projekt in Europa. Zusammen mit dem Digital Campus Hamburg-Brooklyn und dem zukünftigen Haus der digitalen Welt wollen wir die vielfältigen Perspektiven der Digitalisierung zeigen und ermutigen, sich in die Gestaltung der digitalen Zukunft einzubringen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für ihr Engagement, das TeamLab-Projekt in unsere Stadt zu bringen und wünsche viel Erfolg bei der Realisierung des Digital Art Museums in Hamburg. Vielen Dank, Herr Bürgermeister Tschentscher. Direkt hier in der östlichen HafenCity wollen wir etwas ganz Besonderes realisieren.
Ein Quartier für die Zukunft, das geprägt wird durch Qualität und Nachhaltigkeit. Dafür war es uns ganz wichtig, zunächst die richtigen Partner mit an Bord zu haben. Die ECE, wir werden gemeinsam arbeiten mit Harmonia Immobilien und dem Studierendenwerk. Und dort realisieren 580 Wohnungen, eine Kita und ein internationales Studentenwohnheim. Aber was uns ganz besonders wichtig war, hier einen Leuchtturm zu schaffen, auch ein kulturelles Highlight an den Standort zu bringen. Und dafür sind wir mit Lars Hinrichs ins Gespräch gegangen. Gemeinsam haben wir uns auf die Suche gemacht, was dieser Leuchtturm sein kann. Schon sehr schnell war klar, dass wir als ECE dafür die Hardware realisieren würden. Aber was ist der Content? Gemeinsam sind wir nach Japan gereist, haben dort das internationale Künstlerkollektiv TeamLab kennengelernt. Wir waren sofort begeistert von diesem Publikumsmagnet. Und wir haben uns damit zum Ziel gesetzt, jetzt nach Hamburg das interessanteste, größte Digital Art Museum in Europa zu bringen. Was ganz Besonderes, was auch auf Instagram hervorragend festgehalten werden kann. Und das alles in dieser einzigartigen städtebaulichen Lage. Auf beiden Seiten Wasser, eine einmalige Elblage, gleichzeitig an einem der schönsten Plätze der östlichen Hafencity, dem Amerigo Vespucci Platz, mit einer hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Und durch das Digital Art Museum schaffen wir einen Frequenzbringer an diesen Standort zu bringen und etwas, was absolut identitätsstiftend ist für diesen städtebaulichen Raum. Bei uns war es wichtig, mit der Digitalisierung nicht hier zu stoppen, sondern wirklich eine gesamte Initialzündung in puncto Digitalisierung hier für dieses Quartier, für die gesamte östliche Hafencity zu bringen. Und deshalb werden wir hier auch Glasfaseranschlüsse an den Standort bringen und modernste Technologie wirklich in allen Wohnungen wieder haben, in den Coworking Spaces. Denn uns ist es ganz wichtig, unsere Vision zu realisieren, urbane Räume für die Zukunft zu schaffen. And now at this stage, I want to introduce one of the persons who will really bring very important content to the Digital Art Museum. Peter Boris from New York, here with us today, he will introduce what he's working together for many years with TeamLab. And Peter, now the stage is yours. Hello from New York City. My name is Peter Boris. I'm very happy to join you all and very excited about the Digital Art Museum in Hamburg. In 2013, it was my good fortune to meet Toshio Noko and Takashi Kudo at ArtStage Singapore. I was introduced by my good friend Ikon Sanada, who was showing their work at the art fair in his booth. A year later, in August of 2014, Pace Gallery was privileged to present Ultra-Subjective Space, the first digital art exhibition Pace had ever done, and also the first exhibition of TeamLab in New York City. None of us knew what to expect, but it turned out to be a wonderful and eye-opening success for everyone involved. With that event, TeamLab jumped onto stage of the international art market. After 50 years in the art business, with lessons learned from some of the most influential artists in the 20th century, Pace Gallery saw that TeamLab had the potential to be a very disruptive force in the evolution, the ongoing evolution of art history. But in order to represent TeamLab effectively, Pace had to reinvent its business model. It was no longer in the business of selling objects. Suddenly, with TeamLab, we were selling experience. In 2016, Pace organized a groundbreaking exhibition in Menlo Park, California, in the heart of Silicon Valley. It was the first ticketed gallery exhibition and attracted over 300,000 visitors. This was followed by experiential shows in Pace London and Pace Beijing. With these exhibitions, Pace made a meaningful commitment to a generation of artists who were working in a new medium, digital art. It was TeamLab that made it possible for Pace to become the undisputed leader in this emerging area of art practice. Since that time, TeamLab has become the leader in the emerging field of digital art practice.
Their work has been collected and presented at major museums around the world. Their most important realized work to date has been TeamLab Borderless at the Mori Museum of Digital Art. It is a 10,000 square meter installation of immersive and interactive art that has attracted over 2.2 million people in its first year of operation. People from over 160 countries have visited TeamLab Borderless in Tokyo. The same will likely happen in the great city of Hamburg, and that is why we're so excited. I'm very honored to introduce Mr. Toshi Inoko, an extraordinary artist and a founding member of TeamLab just over 20 years ago. ベースギャラリーのピーター・ボリスさん、チームラボのアートとビジョンについて素晴らしいコメントをいただきありがとうございました。こんにちは、チームラボのイノコです。はじめに、ハンブルグで私たちチームラボの展覧会を開催できることをとても光栄に思っております。僕らは集団的創造をコンセプトに、アートコレクティブチームラボとして2001年からデジタルテクノロジーを使った新しいアートを作っています。デジタルテクノロジーによって人間の表現は物質から解放され、より自由になると考えています。そしてアートによって自分と世界との新しい関係と認識を模索したいと思っています。チームラボボーダレスハンブルグは全てが境界なく連続していることをコンセプトにしています。言語での認識はその典型なのですが、人間は世界を認識するときに分断し、境界のある独立したものとして認識してしまいます。アートも独立したものが対象となっています。私たちは様々な作品が関係し合い、境界なく連続する世界を作りたいと思っています。それは統合的に世界を捉え直すきっかけになるし、そもそも連続していることそのものが美しいと思うからです。具体的には、チームラボボーダレスハンブルグは、境界のないアート群による地図のないミュージアムです。来館者は境界のないアートに体ごと没入し、広大な世界をさまよい、意志のある身体で探索し、他者と共に新しい世界を作り、発見していきます。2018年の夏に、東京にチームラボボーダレスとチームラボプラネッツを開館しました。世界160以上の国と地域から来ていただいています。2019年には、1年間で合わせて350万人以上、ボーダレス単館で230万人が来館してくれました。先ほどチームラボボーダレスは境界のないアート群と言いましたが、境界のないアートとはそれぞれ独立した作品ですが、作品の境界が曖昧なのです。作品は作品のある部屋から出て移動していき、作品同士が勝手にコミュニケーションし、その部屋に行くために他の作品に出て行ってもらったり、時には混ざり合ったり、そして影響を与え合ったりします。作品同士の境界線がなく、シームレスに連続してつながっていくのです。例えば、ある空間の中をカラスが飛び回っていますが、このカラスは別の部屋から移動してきて、この空間に入ってきました。そして花を散らしたり、他の作品に影響を与えたりします。また、この世界は刻々と変化していきます。この空間も季節の花々が移ろい変わっていき、5分後には全く違った景色になります。このように、この世界は刻々と時間が変化していきます。今、この瞬間の絵は二度と見ることができないのです。そして、人々がいるこの空間ですが、じっと立っていると、足元を流れている滝が流れを変え、そこから花が咲き始めます。歩き回ったり触ったりすると花々は一斉に散ったりします。人々の存在の影響を受け変わっていくのです。つまり作品空間内にいる人々と共に新しい体験を作り出していく世界とも言えるのです。そのような作品群によって境界なく連続してつながっていく一つの世界、それがチームラボボーダレスです。作品と作品の境界、人々と作品の境界、自分と他者との境界、そして私たちと世界との境界。当たり前のように境界があることを前提としていますが、チームラボボーダレスを体験することで、普段当たり前に思っている境界を考え直すきっかけになったらいいなと思っています。境界がない体験は美しいのかもしれない。そして
連続していることそのものが美しいと思えるきっかけになったらとても幸せです。この展覧会を通じて理想的な未来の想像が少しでもできれば、そんな展示にしたいと思っています。ここでの体験が私たちと世界との連続的な新しい認識を模索するきっかけになったらとても幸せに思います。これからも応援よろしくお願いします。ダンケシェン。それではもう一度ハンブルグにつなぎます。クライナウさん、お願いします。Vielen Dank an TeamLab für diese Einblicke in Ihre einzigartige Kunst und Ihre grenzenlose Vision. Ich freue mich, dass Ihre Kunstwerke im Digital Art Museum und damit auch in unserer Hamburger Hafen City eine neue Heimat finden. Das Museum wird im Osten der Hafen City liegen, im Elbbrückenquartier, das zwischen Elbtower und Elbphilharmonie den idealen Standort für solch fortschrittliches Konzept bildet. Denn genau wie TeamLab eine neue Ära der Kunst beschreibt, zeigt die Hamburger Hafen City Hamburgs Aufbruch in eine neue Ära. Dieser junge, urbane Stadtteil mit seinen attraktiven Bauten setzte und setzt stets neue Maßstäbe und nicht zuletzt auch in Sachen Nachhaltigkeit. Das Digital Art Museum, das das erste klimaneutrale Museum der Welt sein wird, fügt sich damit perfekt in das nachhaltige Konzept dieses Stadtteils ein. Die Hafen City schafft eine einzigartige Beziehung zwischen Land und Wasser und ist bereits heute eines der meistbesuchten Quartiere in Hamburg. Insgesamt werden ca. 2,5 Millionen Quadratmeter Bruttogrundfläche oberirdisch neu gebaut. Mit Fertigstellung werden über 7.500 Wohnungen, bis zu 45.000 Arbeitsplätze, Einzelhandelsflächen, Schulen, Kindergarten, zwei Universitäten, ein Kreuzfahrtterminal, zahlreiche Parks, Plätze und Promenaden, aber auch unterschiedliche Kultur- und Freizeitangebote geschaffen werden. Das Digital Art Museum wird künftig ein weiterer faszinierender Besuchermagnet in der Hafen City sein. Ebenso wie die Kunstwerke TeamLabs befindet sich eine moderne Stadt stetig im Wandel und treibt Zukunftsstrategien voran. Natürlich immer, auch im Hinblick auf die neuesten digitalen Technologien. So ist die Hafen City als junger, innovativer Stadtteil mit perfekter Anbindung an das Hamburger Verkehrsnetz der ideale Standort für das Digital Art Museum. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft dieser Kunst zu erleben und gemeinsam mit Lars Hindrich sie zu gestalten. Vielen Dank, Andreas. Und natürlich gilt mein Dank insbesondere auch allen Vorrednern, die Ihnen spannende Einblicke gewährt haben und mich bei diesem besonderen Vorhaben unterstützen. Unterstützung bekomme ich natürlich auch von meinem Team vom Digital Art Museum. Denn ohne sie wäre die Umsetzung dieses Projekts schlicht nicht möglich. Deshalb freue ich mich ganz besonders, heute Ihnen Karen Brockmann vorzustellen. Sie wird als Geschäftsführerin des Digital Art Museums maßgeblich an der Entwicklung beteiligt sein. Karen kann leider heute nicht persönlich bei uns sein, deswegen schalten wir sie jetzt zu. Vielen Dank, Lars, für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, als Geschäftsführerin Teil des Digital Art Museums zu sein und diese besondere Kunst hautnah spüren zu können und zu sehen, wie sich diese weiter entfaltet. Um genau dieser Kunst und unseren Besuchern einen passenden Rahmen bieten zu können, sind natürlich die Gebäude mit modernster Technik ausgestattet. Auf über 7000 Quadratmetern Fläche und Deckenhöhen bis zu 12 Metern werden auf zwei Stockwerken im Gebäude Seteit unsere Kunstwerke zu sehen sein. Die Digital Art Museum GmbH folgt einem ganzheitlichen Ansatz. Für uns stehen Fairness, Nachhaltigkeit und Transparenz im Fokus. Ein zentrales Ziel, wie bereits von Herrn Kleinau erwähnt, ist, dass wir das erste klimaneutrale Museum der Welt werden. Von Anfang an ergreifen wir diverse Maßnahmen, um die CO2-Bilanz des Museums auf Null halten zu können. Damit neben der Kunst auch die Technik weiterhin High-End bleibt, werden wir innovative Partner einbinden, die Spaß an neuen Ideen haben.
Ein rund 30-köpfiges Team wird die aktive Kulturförderung als auch das besondere Kunsterlebnis vor Ort verantworten. Was mich persönlich enorm freut, ist, dass wir mit einem kleinen Team starten, dass wir dann sukzessive bis zur Eröffnung des Museums ausbauen werden. Ich werde als Geschäftsführerin für den operativen Bereich verantwortlich sein. Hierbei werde ich mich neben vielfältigen Aufgaben insbesondere auf den Ausbau partnerschaftlicher Kollaborationen und Sponsorship in den Bereichen des Digital Art Museums wie Mobilität, Technologie und Sound konzentrieren. Vielen Dank, Karen. Auch ich freue mich, bei einem so einzigartigen Projekt unterstützen zu dürfen. Im ersten Jahr erwarten wir im Digital Art Museum rund 700.000 Besucher jeder Altersgruppe von 0 bis 120 Jahren. Bei uns sind alle willkommen, um Kunst zu erleben und von ihr berührt zu werden. Und der Ticketverkauf startet bereits jetzt. Erwachsene Besucher können Tickets für das Museum ab einem Preis von 19,90 Euro erwerben. Für Jugendliche und Kinder kostet der Eintritt 9,90 Euro. Kinder unter 5 Jahre sind frei. Es wird zudem besondere Angebote für Schulklassen geben. So zahlen Schulklassen, die das Museum gemeinsam besuchen, nur 1 Euro Eintritt pro Schule. Wer zu dem ersten Besucher zählen will, kann sich bereits jetzt ein Ticket sichern. Sie sind im Vorverkauf über www.digitalartmuseum.com erhältlich. Im Rahmen des Vorverkaufs und unserer Social Media Accounts möchten wir alle einladen, sich unserer Vorfreude auf das Digital Art Museum anzuschließen und die Entstehung mit uns gemeinsam zu verfolgen. Und damit zurück zu Lars. Vielen Dank, Juri. Und vielen Dank an Sie, dass Sie sich gemeinsam mit uns auf diese erste Reise zum Digital Art Museum begeben haben. Dass Sie sich gemeinsam mit uns von den Kunstwerken von TeamLab begeistern lassen wollen. Mein Ziel ist es, dass jede Besucherin und jeder Besucher das Digital Art Museum mit einem großen Lächeln verlässt. Und wir werden wirklich alles dafür geben, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Wir freuen uns auf unser gemeinsames Kunsterlebnis im Digital Art Museum zur Eröffnung im Jahr 2024.